Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Trading-Video. In diesem Video frage ich zu meinem Trading-Tipp von mir, der in Bezug auf Low-Float-Aktien mit Float-Rotation und Preis zu berücksichtigen ist. Folgenden Punkt konnte ich in diesem Zusammenhang beobachten, was auch total logisch ist, wenn man darüber nachdenkt. Je höher der Aktienkurs, desto weniger Aktien können Anleger kaufen. Nehmen wir also an, ich habe 1000 Dollar und die Aktie liegt bei 1 Dollar, sodass ich 1000 Aktien kaufen kann. Aber wenn der Aktienkurs bei 100 Dollar liegt, kann ich nur 10 Aktien kaufen. Das heißt, je höher der Aktienkurs, desto weniger Aktien kann ich kaufen. Was bedeutet, dass der Float größer wird, weil ich nicht so viele Aktien kaufen kann. Und das gilt im Endeffekt für jeden Retail-Trader. Und wenn jetzt in diesem Kontext die Aktie von beispielsweise 100 Dollar auf 200 Dollar ansteigt, wird es nicht genug Nachfrage geben, um das Angebot auf diese Weise zu befriedigen. Die Aktie wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vom Top fallen und laut meiner Statistik und Tracking um ca. 50% fallen. Das kann man bei diesem Typ von Aktie, Low-Float-Aktie, sehr oft beobachten. Für ein genaueres Verständnis zum Thema Float, da empfehle ich dir am besten mein Video Orderbuch Grundlagen im Trading Teil 1. Ich setze dir den Link unten in die Infobox. Das war jetzt auch alles zu diesem Video. Jetzt beginnt deine Arbeit, das Besprochene aufzuarbeiten und im Forum Screen Time selbst zu beobachten. In diesem Sinne viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.